Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Shield. Breath of the Wild natürlich. Kleiner Witz am Rande. Gut, wir sind kurz davor, alle Crocs hier einzusammeln. Es fehlen uns tatsächlich nur noch exakt zwei beim großen Plateau. Um ehrlich zu sein, eigentlich fehlt sogar nur einer. Also, holen wir uns diesen einen und verschwinden dann von hier. Denn dann haben wir eigentlich alles abgeschlossen hier. Krass. Dann haben wir die 100%. Oh, mir ist gerade was anderes aufgefallen. I mean, ich hätte natürlich dingsen können, also pausieren, aber mir ist was anderes gerade in der App eingefallen, die ich ja da benutze. Ich sollte die Schreine, die ich schon abgeschlossen habe, markieren, dass ich sie schon abgeschlossen habe. Das wäre sehr wichtig. Oder wir machen das. Nein, wir machen das ohne. 100%. Wir benutzen das hier nur für die Crocs. Also. Wir müssen hier hinten ein weiteres Puzzle vervollständigen. Das haben wir komplett übersehen. Oder ich habe es vergessen auszufüllen, weil dann wäre das anscheinend ein kompletter Fail. Ich hoffe mal nicht. Also wir sind schon so ungefähr in der Umgebung. Nein. Wir sind exakt da. Ah, da ist es. Hier ist er, der Croc. Hier bauen wir das Magnetmodul und hier müssen wir das Ding rauf platzieren. Und damit haben wir alle Crocs auf dem verlassenen Plateau. Das war noch machbar. Aber es war nur eines der ersten Gegenden. Jetzt fürs Erste konzentrieren wir uns wieder auf was ganz anderes. Und zwar dem Gameplay, würde ich so mal sagen. Also, wollen wir wieder zurück zu dem Ort, wo wir sowieso hin sollten. Und zwar zu Impa. Denn uns wurde beauftragt, wir sollten, naja, zu Impa. Und ich hab's wieder vergessen zu pausieren. Was ein toller Typ. Und da sind wir wieder in Kakariko. Und unsere Mission ist es, zu Impa zu gehen. Denn uns wurde beauftragt, genau das zu tun. Reda. Moin, servus, moin. Was war das? Oh, ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt, aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Wo weißt du das? Und das haben wir geschafft, nice. Zeig mal her. Bilder. Oh, diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aussuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm nochmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Ach, ist das nett von dir. Und die putzt den ganzen Tag nur hier rum, Alter. Und damit haben wir diese Mission schon abgeschlossen, ne? Erinnerungsfotos. Ich glaube, wir können einmal für die vier Titanen losgehen, oder?
werden ein paar Türme aktivieren. Genau, das machen wir. Und zwar hierhin. Ja, ungefähr. Okay, dann müssen wir wohl hier hoch. Ohne dass Link natürlich stirbt. Wäre vorteilhaft. Junge, ich war gerade voll in Minecraft von der Steuerung her. Ist ein bisschen her, seitdem ich den letzten Part aufgenommen habe, aber ja. Ist wohl so. Wie gesagt, die Crocs, die kommen noch, die werde ich machen, aber nicht in diesem Part. Ich werde die alle in einem, besser gesagt, so einen paar zusammen auf einmal machen. Damit man die easy sagen kann, ich schau mal bei Palkun einen Part vorbei, dann kann ich easy sehen. Wie ich zum Beispiel diesen Croc bekomme. Und besser gesagt, dass man eben alle Crocs hier in dieser Gegend zum Glück mal bekommt. Aber erst einmal machen wir den hier. Gut, den Turm. Den holen wir uns eh. Und da oben sehen wir eine Maschine. Was zur Hölle ist das? Ich glaube, das ist alles, was wir bis jetzt aktivieren konnten. Oh, wir haben schon genügend markiert. Ach, hier, ja, hier war was. Tja, zu spät. Jetzt hole ich mir die Dinger schon. Und hier haben wir den ersten Schrein, der direkt sehr nah an uns dran ist. Der andere Schrein ist jedoch nicht so easy erreichbar, auch wenn es so aussieht. Stacheln ringen sich um diesen behinderten... Was machst du, Link? Um diesen behinderten Schrein herum. Und das sind ein paar Exalfos. Die denken sich, die können sich tarnen. Mann, seid ihr schlecht im Tarnen. Und der geht wieder aus seiner Tarnung raus. Are you stupid or what? Das ist... auch... keine Ahnung. Wir aktivieren erst einmal den Schrein und ignorieren erstmal diese Drecksviecher direkt. Der Dadakusu-Schrein. Was für dumme Namen. Wirklich jetzt. Los geht's. Und da sind wir. Dadakusu-Schrein. Versunkene Rettung. Oh nein. Also, ach so. Doch nicht so schlimm. Wir sollen einfach eine Kugel in ihr Zuhause zurückbringen. Easy. Sehr gut, Freunde. Dann geht's ab in den nächsten Raum. Okay, hier muss man auf jeden Fall mehr machen. Nur was? Hm. Ich würde sagen, wir bringen mal dieses Ding darüber. Vielleicht reicht das? Ich kann mich an den Schrein gar nicht mehr erinnern, ob ich es überhaupt gemacht habe. Aber ich glaube... man muss einfach nur die Kugel da... Oh, das ist nicht offen. Ja, das ist scheiße. Was machen wir nun? Was mache ich jetzt? Die scheiß Kugeln sind irgendwie da eingesperrt. Ist das der Ernst dieser Dreckskugeln? Hallo? Scheiß Kugel, Alter. Was soll ich denn hier machen? Oh, jetzt habe ich verkackt und ich darf da ganz rüber schwimmen.
damit man immer mehr Zeit verliert. Dann wollen wir mal... Junge. So. Eigentlich muss ich die Wuschel nur darüber bringen, damit ich sie auch anfassen kann. Das geht ja irgendwie nicht. So. Und jetzt zerstören wir das da. Komm, jetzt. Das muss doch gehen. Come on. Wieso kann man nur von da aus? Alter. Ich liebe diesen Schrein. Ihr auch? Hoffentlich. Ich gehe gleich wieder auf YouTube und suche nach einem Guide. Ich tue mir das sicher nicht an. Okay. So. Dreckskugel. Okay, egal. Jetzt bleibt sie hier hängen. Nein, bleib oben. Nimm das. Okay. Okay, ich glaube, ich habe die Taktik. Oder auch nicht. Oder doch? Also. Wie wär's, wenn wir jetzt den Rest hier mal rausbringen? Oder wie wär's gar nicht, wenn wir das nicht tun, sondern erst einmal die anderen. Datakusu-Schrein. Natürlich! Was soll ich denn sonst machen? Sehe ich aus wie Jimmy Neutron oder was? Naja, ein bisschen. Bisschen schon. Ich habe es einfach gerade gemacht, aber ich hatte den Ansatz richtig, aber... Ja. Eigentlich muss man ein bisschen vorarbeiten. Und hier... Come on. Loswerden. 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 Ist das dein Ernst? Diese Dreckskugel. Come on. Wo ist die Kugel jetzt? Gott, macht das Spaß. Ich liebe Breath of the Wild Schreine. Machen so viel Spaß. Hallo, was ist denn das? So. Ganz langsam. Ja, Mann. So. Wir wollen nicht unsere gesamte Zeit hier verschwenden, also. Das müsste sein. Und jetzt wird der Button gedrückt. Und der wird einfach zu Super Mario. Okay. Und hier, naja, wird das Wasser niedriger. Und wer gut darauf geachtet hat, dem ist aufgefallen. Ich glaube, da war ich bei meinem ersten Gameplay cleverer, ist mir aufgefallen. Und ich, sorry. Da war ich bei meinem ersten Gameplay cleverer. Sora Großschwert, gewaltiges Schwert. Aus einem besonderen Metall. Zoras bevorzugen Lanzen, aber bei Hylianern ist dieses Schwert aufgrund seiner eleganten Gestaltung sehr beliebt. Dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Are you sure about that? Entschuldigung wegen dem ganzen Scheiß da, weil... keine Ahnung. Irgendwie habe ich in letzter Zeit einen Niesanfall. Und zwar irgendwie schon über Monaten und ich werde es nicht los. Nicht so geil. Rüsten wir uns mal mit dem Duo Exal Boomerang aus.
Obwohl ich die Waffe noch nicht so früh loswerden möchte. Aber was soll man machen? Gar nichts. Das war vielleicht mal ein bisschen nerviger Schreien, aber... Eigentlich hatte ich... Ich hatte den Ansatz richtig. Ja. Gut, haben wir dieses blöde Hochgezieher von... Scheiße, was? Naja. Du hast deinen Auftrag erfüllt, du Hund. Jetzt geht's weiter. Mit Let's Play Edition of Zelda Breath of the Wild. Tschüss. Werdet nicht aufmerksam. Hallo. Du hörst mich nicht. Du hörst mich nicht. Ja. Super. Hallo, du Dreckstier, Alter. Pass auf, was du machst. Oh! Da war noch einer. Nur ein normaler Exalbumerang. Ich habe einen viel besseren, du Vollidiot. Verschwende den sicher nicht an dir. Nur um eine schlechtere Waffe zu bekommen. So dumm bin ich doch wohl nicht. Und ja, sind wir bei den Kupunga-Dorfruinen. Okay. Come on. Ein Donnerpyromatus. Das gibt's nicht. Gott. Hallo! Hund. Ein Elektrostab. Im Stein des Stabs soll die Wut der Gewitter des Hyrule-Gebirges eingeschlossen sein. Krass. Er verschießt Elektrokugeln, ist aber nicht für den Nahkampf geeignet. Waffentasche ist voll. Are you sure about that? Wirklich? Für sowas Gutes ist immer Platz. Da mussten wir jetzt leider die Wächterlanze loswerden, aber wir werden die Waffe oft genug sehen. Darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Jedenfalls sollten wir uns auf diesen Turm begeben. Mhm. Und können damit eigentlich schon die erste Main Quest der, und zwar die vier Titanen anfangen. Aber werde ich nicht tun. Alter, aber ist das Leko? Alter, ganz krass. Leko war gerade da, Freunde. Ganz gruselig. Leko ist ganz gefährliches Kaliber. Legt ihn nicht euch mit dem an, ne? Wirklich gefährlicher Typ. Entschuldigung, wegen dem. Ich wünschte, ich könnte das rauscutten, aber Speicherplatz, ne? Und Zeit. Ich bin ja wie Basti, ich produziere 5 Milliarden Videos. Alter, jetzt kommen wirklich alle her. Die wollen mich alle tot sehen. Aber du kannst mich mal. Du wirst sterben. Hahaha. Das war vielleicht mal nicht nett, aber egal. Was? Was macht die Ziege? Fall ins Wasser. Oh. Sie ist einfach verschwunden. Cool. Nein. Nein. Ey. Was machst du? Du sollst dich da einfach nur hochklettern, Alter. Ich hole mir nur die Schätze. Sonst nichts. Hier sind ein paar Holzpfeile. Oh, ganz gut. Duck dich. Okay, tschüssi, Koski. Bin wieder weg. Bin wieder... Hallo, hallo. Link. Bisschen Geschwindigkeit. Wenn ich bitten darf. Alter, man sieht richtig das Magma fließen in der Ferne. Oh ja, Freunde. Den Ort werden wir auch mal besuchen müssen. Oh ja.
Sieht ein totes Lager. Dort lebt sicher niemand mehr. Aber der Ort hier scheint auch nicht der sicherste zu sein. Die Damen, die Exalfos ein bisschen... Was? Ha, es macht das Spaß. Hör auf zu klettern! So, schlimmste Gegner hier ist tot. So. Zufrieden? Ich hoffe es. Dann öffnen wir diese Kiste und finden einen... Ja, ein Opal. Die Kiste kannst du aber wieder mitnehmen. Oh nein. Nein! Hä? Ich bin doch weggerannt. Macht ja immer wieder Spaß. Jetzt halt mal dein Maul. Die werden es wohl verstanden haben, dass hier jemand ist. Niemand mag dich. For real jetzt. Niemand. Und hier haben wir auch eine Kiste. Mit einer Soldatenlanze. Stärke 7. Die brauche ich nicht. Auf keinen Fall nehme ich die mit. Ich werde ja auch nicht sicher nicht jeden Schatz mitnehmen. Nur die, die mir gerade so in den Weg kommen. Ne? Und... Das sehe ich. Das sehe ich ein Haus. Dort ist sicher schön wohnen. Schau dich das an. Ey! Das ist nicht gut, hallo? Ich bin nicht mehr da. Hallo, ich bin nicht... Du brichst die Regeln. Das ist ein scheiß Zeitpunkt. Oh, oh du. Warte mal. Warte, warte. Ich muss eine tolle Stimme machen für die Alte. Was ist mit der los? Im Hintergrund spielt einfach noch die Musik. Ein Helianer, ein Helianer. Ja, und? Du bist doch ein Helianer. Nein. Hm, doch, natürlich bist du einer. Nein, ich bin kein... Wo hast du es gewusst? Ich bitte dich, sprich mit Sidon, unserem Prinzen. Er ist wahnsinnig wichtig. Es ist wahnsinnig wichtig. Finger zeigt nach Norden. Er ist am Zura-Fluss bei der Ingugo-Brücke. Bitte hört ihr an, was er zu sagen hat. Erstmal habt ihr den gesehen, wie der mit dem Bogen schon auf mich zielt. Ja, wir warten, bis der Kack-Zeitpunkt. Lass mich in Ruhe, Toner. Das ist sicher alles sehr plötzlich für dich, aber... Ja, ich bin mitten in einem Kampf und du redest mit mir einfach so. Jo, ey, alles gut. Du wirst verstehen, was los ist, wenn du dort bist. Du wirst verstehen, was los ist, wenn ich sterbe, weil du mit mir redest. Bitte geh! Aua. Sie geht zurück, sie geht zurück. Nice. Weiß nicht, was diese Frau mit mir hat, aber... Der macht es auf jeden Fall nichts aus, wenn ich sterbe. Euer Ernst jetzt? Die stehen da immer noch rum und albern irgendwie rum? Oh mein Gott. Die sind so hobbylos.
So, erstmal dich. Kaching. Das war's mit dem und seinem Schlaf. Und warum steht da seine Lanze... Warum liegt da seine Lanze im Wasser rum? Soll das so sein, Bro? I mean, ich möchte dich dabei nicht stören oder so, aber... Bisschen weirder Platz, um seine Waffe zu verstecken. Und wir hören schon, ein Schrein ist in der Nähe. Jedoch... Den aktivieren wir nicht. Das machen wir erst im nächsten Part. Wir speichern beim Sumpf von Randall. Und sagen damit... Ciao, Midau. Oh, Link ist mit zum Gast. Okay, danke fürs Zusehen. Ciao, Midau.